Die E-Rezept-App der Gematik ist da, zumindest als Beta-Version. Wir werfen einen Blick hinein. In Details können sich Design und Handhabung noch ändern. Im Wesentlichen wird die App aber wie folgt aussehen. Zu Beginn müssen wir erst einmal den Datenschutz- und Nutzungsbestimmungen zustimmen. Wer sie vorher lesen will, hat viel zu tun und wird unter anderem darüber aufgeklärt, dass auch Google Maps und YouTube mit eingebunden sind. Bei den Nutzungsbedingungen zeigt die Gematik sogar etwas Humor. Ihre Seele verkaufen sie der Gematik dennoch nicht, heißt es zu Beginn. Außerdem sollte man nicht versuchen, mutwillig irgendwas am E-Rezept kaputt zu machen. Das werde zwar sowieso kaum möglich sein, aber sicher ist sicher. Nachdem wir beiden zugestimmt haben, kann es losgehen. Zuerst schauen wir uns mal um. Unten links ist der Reiter für das aktuelle Fenster Rezepte. Rechts davon sehen wir den Reiter Mitteilungen, von denen haben wir aber noch keine. Also schauen wir erst einmal in die Optionen unseres Accounts oben links. Dort können wir unter anderem Sicherheitseinstellungen vornehmen oder aber Tracking erlauben. Durch das Tracking will die Gematik Daten sammeln, um die App in Zukunft weiter zu optimieren. Dabei handele es sich aber nur um Hard- und Softwareinformationen, keine Gesundheitsdaten, wird uns versichert. Da wir die App noch nicht in der Realität nutzen können, aktivieren wir den Demo-Modus und lassen uns zeigen, wie es in Zukunft ablaufen soll. Immer noch keine E-Rezepte, also aktualisieren wir und landen bei der Authentifizierung. Dazu benötigen wir eine elektronische Gesundheitskarte mit sogenannter NFC-Funktion. Die erkennt man an einem sechsstelligen Code unter den Deutschlandfarben auf der Vorderseite der Karte. Bevor wir sie benutzen können, müssen wir uns die NFC-Funktion aber von der Krankenkasse freischalten und eine PIN für die Funktion zusenden lassen. Wir verwenden den NFC-Code von der Beispielkarte. Eine PIN denken wir uns hingegen spontan aus. Nun simuliert die App, dass wir die Karte vor die Handykamera halten. Aber immer noch keine Rezepte, also aktualisieren erneut und tada, wir erhalten Paracetamol und Ibuprofen von Gematik Farm. Aktualisieren wir erneut, erhalten wir noch mehr Verordnungen. Tippen wir auf Einlösen, werden wir vor die Wahl gestellt. Stehen wir gerade in der Apotheke und wollen den 2D-Code an den Scanner halten oder wollen wir das Rezept versenden? Doch erst einmal schauen wir uns das Rezept etwas genauer an. Erneut wird der 2D-Code angezeigt, gefolgt von zahlreichen Informationen zur Verordnung. Zumindest theoretisch. Auch hier zeigt die Gematik mit Dr. Mortus etwas Augenzwinkern. Wenn wir das Rezept in der Apotheke einlösen, wird uns nur der 2D-Code gezeigt. Doch wir wollen bestellen oder reservieren. Dazu müssen wir zuerst einmal unseren Standort freigeben. Nun können wir eine Apotheke suchen. Uns werden zahlreiche Sternapotheken im gesamten Bundesgebiet angezeigt, inklusive Adresse und teilweise sogar mit Öffnungszeiten. Wir wählen zufällig eine aus, die in Borken, der Heimat des Gesundheitsministers. Uns werden drei Optionen angezeigt: verbindliche Reservierung, Botendienst und Versand. Nichts davon funktioniert, alles andere wäre allerdings auch fragwürdig, schließlich haben wir keine echten Rezepte. Was allerdings bereits funktioniert, ist die Anruffunktion. Wir versuchen es nochmal und suchen die Sonnenapotheke. Wieder werden uns zahlreiche Apotheken mit Sonnen im Betriebs- oder Ortsnamen angezeigt.
Eine weitere zentrale Funktion gibt es noch, das Scannen von ausgedruckten E-Rezepten. Dazu muss man oben rechts auf das Scan-Symbol tippen. Zuerst müssen wir die Kamera freigeben. Dann können wir das Musterrezept der Gematik scannen. Zuerst den Sammelcode, den die App nach ein paar Sekunden erkennt. Versucht man danach, die einzelnen Verordnungscodes zu scannen, erhält man eine Fehlermeldung. Die wurden schließlich schon mit dem Sammelcode gescannt. Daraufhin werden uns die Verordnungen als Medikament 1 bis 3 angezeigt. Es gibt auch einen Infobutton, der uns aufklären soll, warum das so ist. Tippt man darauf, passiert allerdings nichts. Den Namen der Verordnung können wir auch manuell anpassen. Obwohl wir eine der Verordnungen als eingelöst markieren, wird sich jedoch nicht ins Archiv verschoben. Genug probiert, wir versuchen uns abzumelden, allerdings klappt auch das noch nicht.